Es ist in der Tat so, dass da eine wesentliche Zäsur stattgefunden hat durch die Wahl jetzt die zur Nationalversammlung. Stand die Bevölkerung noch bei der Präsidentschaftswahl 2 Monate vorher im Wesentlichen sozusagen dieser Effekt, sich hinter der Flagge zu versammeln, hinter Macron, dem Staatsmann, der ja auch zu dieser Zeit den Rat der Europäischen Union vorstand und von daher politisch aktiv gewesen ist, hat sich dies nun deutlich verändert und eingetrübt für diese Wahlergebnisse, die den Verlust der absoluten Mehrheit für Macrons Partei zur Folge hatte, waren im Wesentlichen wirtschaftliche Konsequenzen des Ukraine-Krieges verantwortlich. Also eine Akzentverschiebung hin zu den alltäglichen Sorgen, den ökonomischen Problemen, die für die Bevölkerung durch die neue Situation entstehen. Und das haben die Oppositionsparteien wesentlich für sich ausnutzen können und auch thematisiert. Also der Hauptslogan von Marine Le Pen war immer das Thema: Wie ist es mit der Kaufkraft bestellt? Was hat der Präsident für den Erhalt der Kaufkraft der Bevölkerung getan? Und mit diesem monothematischen Zugriff hat sie auch ganz wesentlich punkten können. Nun muss man aber sagen, dass aufgrund der vergangenen Positionen sowohl von Frau Le Pen als auch von Jean-Luc Mélenchon gegenüber Russland das Bedrohungspotenzial, das Drohpotenzial gegenüber dem Präsidenten nicht allzu ausgeprägt ist, denn die Bevölkerung hat noch nicht vergessen, dass diese beiden Politiker im Falle von Madame Le Pen nicht nur die Krim-Annexion von Präsident Putin damals gut geheißen hat, sondern sie sogar mit 9 Millionen Euro bei einer russischen Bank auf Vermittlung von Putin Geld zur Finanzierung der Parteiaktivitäten aufgenommen hatte, dass sie also, wie Macron das im Wahlkampf zu ihr gesagt hat, zu ihrem Bankier spricht, wenn sie mit Putin spricht. Diese gleichen Phänomene kann man bei Mélenchon beobachten. Und das hemmt sozusagen ein bisschen das Oppositionspotenzial, was das Verhalten Macrons im Ukraine-Krieg und in der Krise mit Russland anbelangt. Die offizielle Situation ist natürlich geprägt zunächst einmal von ganz bestimmten Funktionen, die der französische Staatspräsident in den letzten Monaten innehatte. Er war Präsident des Rats der Europäischen Union, das im ersten Halbjahr 2022. Das heißt, er hatte auch eine offizielle Vermittlungsposition einzunehmen in diesem Konflikt, die er nun sehr, sehr proaktiv auch genutzt hat in seinem Sinne. Dieses Ziel, das er immer wieder verkündet, sozusagen als Vermittler auftreten zu wollen, steht natürlich aber auch vor dem Hintergrund einer spezifisch französischen Geschichte der Fünften Republik, in der sozusagen eine gewisse Autonomie, ein gewisses eigenständiges Handeln auch gegenüber Russland immer wieder im Vordergrund gestanden hatte. Als de Gaulle in den 60ern die Kommandostrukturen der NATO verlassen hatte, hat er einige Abkommen mit Russland getroffen. Seit Beginn der Krise, seit 2014, haben François Hollande, denken Sie an das Normandie-Format oder an die Minsker Abkommen, Minsk II 2015, immer wieder sich als Frankreich als Vermittler positioniert im Konzert mit Angela Merkel. Und oder 2008, glaube ich, war es, als russische Truppen in Georgien einmarschiert sind, ist Sarkozy als Vermittler aufgetreten. Und diese Tradition setzt Macron nun fort, indem er bereit ist, viele Kritikpunkte, auch in der Formulierung, scharfe Kritikpunkte, die von anderen Ländern artikuliert werden gegenüber Russland, so nicht zu übernehmen. Macron hat zum Beispiel den Begriff Genozid, der in den USA schon verwendet wird, für das Handeln der russischen Truppen in der Ukraine abgelehnt. Er hat die Kriegsverbrechen markiert, aber diesen Begriff Genozid mit Hinblick auf dessen rechtliche Definition verworfen. Er hat dafür plädiert, dass, weil zu erwarten steht, dass die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union ein jahrelanger, wenn nicht jahrzehntelanger Prozess ist, hat er dafür plädiert, eine neue Form der loseren Assoziation und Union der Ukraine und anderer osteuropäischer Staaten mit der EU zu begründen, was ihm die Ukraine sehr übel genommen hat als ein Akt der fehlender Solidarität. Und vor allem hat er dann Anfang Juni mit diesem Satz, der seitdem viel zitiert wird, man müsse verhindern, dass Russland gedemütigt werde,
um, das war die Fortsetzung des Satzes, die seitdem dann kaum noch zitiert wurde, um, wenn die Waffen einmal schweigen, auch diplomatische Lösungsansätze nicht zu verhindern, dieses Krieges und seiner Folgen, sehr viele Partner gegen sich aufgebracht. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Macron, ebenso wie Scholz und Draghi und andere, dann eben am 16. Juni nach in die Ukraine gereist sind zusammen. Also das heißt, es ist jedenfalls in der Außenwahrnehmung, also eine sehr ambivalente Folge einer aber ganz vor einem spezifisch französischen Hintergrund stehenden Außenpolitik Macrons. Es gab Aufforderungen, die er in seinen vielen Telefonaten, man geht von, ich glaube, die französische Regierung spricht von über 100 Stunden, die er seit Anfang der Krise mit Putin sozusagen telefonisch gesprochen hat, immer wieder Druck, der ausgeübt wurde, auf Putin auch zu verhandeln. Es gab dann ja auch, also nicht nur aufgrund des Wirkens von Macron, aber es gab ja dann auch die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die aber dann natürlich insbesondere aufgrund der Entdeckung der Massenmorde in Butscha zum Erliegen gekommen sind. Und das war auch der Moment, in dem Macrons Telefondiplomatie erst einmal gestoppt wurde. Und soweit ich weiß, ist dieser Punkt noch nicht wieder überwunden worden, weil sonst kann man sich nicht erklären, dass die französische Regierung den kompletten Inhalt eines Telefonats von Macron mit Putin öffentlich gemacht hat und den russischen Präsidenten in dieser Form auch desavouiert hat, womit auch die Vertrauensbasis für weitere Gespräche durchaus zerstört sein dürfte. Es ist zu sehen, dass die Abhängigkeit in der Energieversorgung von russischem Gas in Frankreich wesentlich geringer ausgeprägt ist als in zum Beispiel in Deutschland. 16% oder wenn ich mich recht an die Zahlen erinnere, tragen zu diesem Energiemix bei. Und dort auch nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, unter 20% von russischem Gas. Also die Konstellationen sind deutlich anders und geben Frankreich in der Hinsicht auch eine größere Manövriermasse.